Just let me go up in under your spell. I love you so, it's just hard to tell. I lost my way and there's no coming back. And I'm all done, the love's all gone. So, da bin ich wieder, da war gerade mein Chef an der Tür. Ihr wollt gewiss eins von Kicherspuks getreuen, ja? Hier etwas besonders Feines. Gottes, wenn ihr nichts dagegen habt, euch die Hände schmutzig zu machen. Wenn man etwas ganz besonders kreieren will, sind gute Zutaten das Wichtigste. Das wird euch jeder Koch bestätigen. Für meine spezielle Mixtur brauche ich drei Dinge. Die Maske des Mörders, dornenhart wie Eisen und das schwarze Herz eines Feiglings. Alle drei findet ihr in den Sümpfen. Ihr müsst nur suchen. What the fuck? 243.000 Gesundheitsverlust für 13 Minuten. Ein Körperpanzer. Bei einem davon scheint die Sohle zu fehlen. Was ist das? Ratten angeknabbert, wie geil. Ich will die süße Hilfe haben, auf jeden Fall. Das will ich auf jeden Fall. Kicherspuks Gebräu, Quest angenommen. Wie geil. Guck mal, das sieht aus wie Nautilus. League of Legends ist doch, hat doch ja eindeutig alles kopiert. Ich weiß es genau. Okay, müssen jetzt die ganze Map nach drei Dingen absuchen. Oh, und noch ein Werwolf, der noch rumläuft. Hallo lieber Werwolf, dankeschön. Ich hab einen Sumpftroll gefunden. Oder was anderes, was ich dann nebenbei noch gekillt habe. Okay, wir müssen die ganze Map nach drei. Wo könnten. Ach, guck mal da mit dem Fragezeichen wahrscheinlich. Gerade angekommen. Wollt ihr zu den Schrottwerken? Dann das haben wir auch versucht. Aber dann gab es einen Einsturz und wir konnten nicht hinein. Ah. Könntet ihr mir helfen? Der Professor schickt euch also nach einer Energiequelle, ja? Wir hatten dieselbe Mission, aber der einzigste Weg in die Schrottwerke führt durch die Geröllhaufen da. Ich weiß, dass die verlassene Sägewerk früher mal einen Haufen Sprengstoff lagerte und ein bisschen Dynamit würde sicher reichen, um hier aufzuräumen. Ich habe meinen Trupp danach geschickt, aber ich habe noch nichts von ihnen gehört. Wenn er mal loszieht und das Dynamit besorgt, können wir endlich hinein und den Professor bringen, was er braucht. Ich gucke gerade hier unten die Steine an nebenbei. Eisenglutstein. 59 Körperpanzerschaden zurückgeworfen. What the fuck? Gesundheitswiederherstellung. Körperschaden. Plus 27% Schaden an Nebenzielen. Die sind alle Level 50, die Steine. What the fuck? Ne, der eine. Ne, der hier. Oh, Alter, den will ich haben. Den will ich haben. Ich will den da, den Chaosglutstein, selten sockelbar. Okay, haben eine ganze Menge Quests jetzt, ne? Okay, da geht es also auch später noch weiter. Das Fragezeichen war also nicht für... Da liegt noch Gold. Nicht für die Hexe. Für Fiddlesticks in Person. Ach guck mal, geht's noch weiter. Oh, da ging es aber weit weiter. Also, das hat mich jetzt fast eine halbe Stunde gekostet, der Weg da. Das war schon... Boah, ey, da... Ich zieh's jetzt Play ganz schön in die Länge, ne? Stinkenden Keller waren wir schon drinne. Witwenmacherwald waren wir auch schon. Aber... Ich frage mich, ob die angezeigt werden, die Gegenstände, oder ob wir die jetzt finden müssen. Ich glaube, das war eine normale... Ach, sag bloß, ich komme jetzt hier durch. Ah, verlassenes Sägewerk. Das ist... Oh, Farmhexe, wo kommt du denn her? Alter! Wo kam die denn her? Vor allem so plötzlich. Guck mal, da wo... Ach, guck mal, hier liegt auch noch Zeug. Was? Boah, ganz schnell gerade noch einen Heiltrank geschluckt. Huiuiuiuiui, Junge. Hier waren wir noch nicht. Vielversprechend ist angelocht. Können wir später machen. Die Angelöcher bringen eigentlich gar nicht. Am Anfang haben die vielleicht noch was gebracht, aber mittlerweile so gar nicht mehr eigentlich. Oh, was bist du denn? Hä, wo kommst du denn dabei mal her? Ah, verstehe.
Du bist einer von diesen Dingen, die ich besiegen muss für die Hexe wahrscheinlich. Mal ein bisschen Mana holen. Kannst du, könntest ruhig... Ja, genau, das meine ich. So. Eisenholz. Eisenholzdorn. Sehr schön. Ödklotz wurde besiegt von uns. Was haben wir hier? Hier ist auch irgendwas. Ah, das bist du, aber du hast jetzt kein neues Quest hier nebenan. Okay. Okay, wir müssen also drei Bossgegner besiegen. Das ist gut zu wissen. Meine Katze und ich haben gerade Rage aufgebaut. Jetzt muss ich aber wieder abbauen gerade. Ach, guck mal, da ist auch noch was, was ich noch nicht entdeckt habe. Oh. Hier. Gewaltiger Mana-Trank ist hier noch. Heiltrank ist hier noch. Was haben wir hier? Oh. So, klack. Habe nichts gedroppt. Gut. Die Faulgärten. Wir müssen immer noch den Troll finden. Ja, hier war ja dieser Boss-Troll irgendwo. Ich weiß nicht, wo der war. War der hier hinten vielleicht? War ich so weit? War ich hier hinten? Ich kann es nicht sagen. Keine Ahnung. Ach, wisst ihr, was hier oben wahrscheinlich ist? Hier ist wahrscheinlich einer der Bosskämpfe. Deswegen ist das so eine komische abgeschottete Gegend. Wir finden doch hier sicherlich einen der drei Bosskämpfe, oder? Ja, so viel dazu. Man merkt schon, ich bin Profi in dem Spiel. Ich weiß, was ich tue. Wo sind die anderen beiden Relikt of Gold? Wo sind die anderen beiden Bosskämpfe, die wir machen müssen für Fiddlesticks? Bringt ja nichts, bringt ja nichts. Ist alles für den Fiddlesticks. Diese Glühwürmchen, die da schweben, verwirren mich immer wieder. Ach, guck mal, den ich gefunden habe. Ah, guck mal, hier ist, habe ich ihn. Bitte nicht nochmal sterben. Ich sterbe wirklich nochmal. Ihr seid tot. Hab ich Glück, dass ich da gerade das Portal noch aufgestellt habe. Ich habe gerade überlegt, jetzt das Portal noch auf. Wäre vielleicht nicht schlecht. Ich glaube, den hat es auch gerade erledigt. Ich glaube, die Bogenschützer haben den gerade noch platt gemacht. Jupp. Sehr, sehr geil, sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Ich kann nicht mehr tragen. Oh. Ach du Kacke, was haben wir denn bitte schon wieder aufgesammelt? Kanonen und Schwerter hau ich mal weg. Dich hau ich auch weg. Der ist besser als unsere. Einmal um 5 besser, einfach so. Keine Ahnung. Das wollte ich behalten, dass man noch. Du kommst weg. Vampirisch, zweihändisch. Oh, das ist ja ein Revolver. 2%ige Chance auf kritische Treffer. Leider nicht so gut wie unsere, deswegen fliegt er auch weg. Was bist du? Du bist ein Gürtel, der bringt ihm auch nicht viel. Du bist zweikalibrig. Du weg, weg. Was machst du? Rüstung gegen Körperschaden als Tribut. Fähigkeit, das ist zwar interessant, weil ich auch momentan, der fliegt weg, der fliegt weg. Der ist auch besser als unseres, ne? Dann packe ich dem direkt mal Gift drauf, dann habe ich nämlich ein bisschen mehr Giftpanzer. 14 Rüstung gegen Körperschaden. Was machst du? Gesundheit, Funkeler, Edelstein, Elektropanzer. Tja, sorry, dann fliegst auch du weg. Boah, Alter, das, guck dir den mal an. Die werden ja immer besser. Krass. Boah. Steinsplitter-Amulett gesund. Alter Schwede. Alter Schwede, was wir gerade bekommen. Das ist mein Zeug, das lasse ich. Was bist du?
Dann bringt das noch viel mehr. Dann kann die ganze mal verkaufen gehen. Euer Begleiter ist fortgegangen. Wie krass! Einfach nur, was wir hier bekommen. Leinenschuh, das war's. Wie hat sich das, Moment, wie hat sich das, ist das verändert? Wir haben jetzt 225 Körperpanzer, wir haben 106, wir haben fast von jedem 100. Giftpanzer ist ein bisschen gesunken jetzt. Wir können, ach guck mal, wir können Giftpanzer aus, obwohl, warte, stopp, was haben wir hier? Wir haben hier 23 Mana, 5%ige Chance auf Einfrieren für 5 Sekunden. Gesundheit ist bei 3000 und Mana-Wiederherstellung ist, ich glaube, wir brauchen mehr, oh, 23 Mana, ich glaube, wir brauchen Mana. Bäm, 150, das sieht schon mal ganz anders aus. Okay, wenn die Katze weg ist, müssen wir ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Aber den Dorn haben wir jetzt besiegt. Wir sollten mittlerweile wirklich die Map abgekundschaftet haben. Wir suchen jetzt nur noch die drei Bossgegner, die wir finden. Zwei Bossgegner noch. Einen haben wir blatt gemacht. Die Frage ist, wo sind die anderen beiden? Hallöchen, Bossgegner? Ich nehme es auch gerne mit beiden gleichzeitig auf, aber dann bitte jetzt erscheinen. Erscheinen reicht, ne? Nur erscheinen. Ohne Katze fühle ich mich leer. Damit kann ich viel schneller die Map erkunden. Warum mache ich das nicht ständig? Und warum kam die jetzt erst raus? Das dauert doch was. Oder auch nicht, da geht's zum nächsten. Wo ist... Ich bin da durchgerannt einfach, gell? Ach, da! Ach, da kommt das Rau... Oh, was bist du denn? Tuf der Feigling. Ach, der... Aha! Tuf der Feigling versteckt sich hinter seinen Leuten, deswegen Tuf der Feigling. Okay, ich muss die... Ich muss die Skillpoints mal umverändern. Wir brauchen auf jeden Fall Fokus, das ist wichtig, denn wir haben kaum Fokus. Und wir wollen hier mal auf was skillen? Wir skillen mal auf... Was bist du denn? Brennende Kleven. Ja, schon zwei brennende Kleven, die sich im konzentrierten Kreis nach außen bewegen. Und alle Gegner... Moment. Schuhe? Ach so, warte. Das ist ja geil. Nein, das war falsch. Egal, passt schon. Ist beides in der Nähe. Die Katze ist wieder bei uns. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir jetzt haben, aber auf jeden Fall bestimmt eine Menge. Ich trinke noch kurz einen Schluck. Drei. Vier. So, jetzt kannst du mal machen, was du willst, denn jetzt bin ich unantastbar, Bitch. Herz des Feiglings für Kicherspuks, nein, für Fiddlesticks Gebräu, es tut mir leid. Für Fiddlesticks Gebräu. So, da hätten wir zwei. Jetzt ist man, also wir müssen also nur die Sternchen suchen, das ist natürlich sehr schön. Aber muss sagen, ich fände es cooler, wenn man selber suchen muss, weil das tut dann so ein bisschen, ich meine, wenn dir gesagt wird, ja, du musst suchen, und dann ist es dir durch Sternchen markiert, ja, toll, danke, dann brauche ich auch nicht suchen gehen, dann sag doch gleich, geh einfach zu dem markierten Örtchen, ich trage sie dir auf der Karte ein, sagte das große böse Skelett, die große böse Hexe. Ah, lalalala, okay, das ist nicht, da ist es, auch nicht, das ist das nicht, nee, das ist in der Mitte, das Ding, da liegt noch Gold. Gold wird mitgenommen, Gold ist wichtig, da ist der letzte Gegner. Okay, 6, 5,
Arena des Gemetzels. Oh oh. Grom der Mörder. Ich muss mal jetzt gucken, ob der redet, weil ich höre das so schlecht. So, ihr habt es auf Kroms Schätze abgesehen. Sie sind gewaltig. Nichts kommt ihnen gleich in diesem Reich. Erfolg werdet ihr nur haben, wenn ihr diese Arena überlebt und euren Wert beweist. Doch seid gewarnt. Viele haben auf diesem blutigen Boden ihr Glück versucht, doch alle fanden nur den Tod. Ihre Seelen sind jetzt mein und gehorchen meinen Willen. Nehmt ihr die Herausforderung an, ich erwarte eure Entscheidung und... Okay. Blutiges Gemetz. Wo rennt er hin? Groms Arena, wir können hier nirgends raus. Go, go, go. Runde 1. Alter, guck das an, guck das an, wie das abgeht. Guck das an, wie das abgeht. Ich spam einfach mal mein Star. Alter, wenn du in der Mitte stehst, das ist ultra. Spamming, spamming, spamming. Runde 3. Spam, 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 spam. Spam, 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 spam. Ich bin tot, das war's. Ich überlebe mal hier wieder, weil ich nicht weiß, ob ich zurückkomme. Oh! Ulala. Boah, ist das hart. Spam, 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 spam. Ja, spamst du denn auch? Da, 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 da. Der Tod ist gern lau. Spam, 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 Marino. Ja, spamst du denn auch? Ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke. Ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke.